Nach Linz hinaus hieß es am 17. Mai und am 14. Juni 2008. Zu diesem interdisziplinären Stadterlebnisprojekt luden die Naturkundliche Station der Stadt Linz mit dem Biologen Fritz Schwarz. An manchen Hausfassaden hier gegenüber lebt eine Spinne, die hier eine dunkle Strukturen bildet. Sonnseiten mit dem Kulturentwickler Gotthard Wagner. Wenn sich jemand eine Hürde nicht zutraut, muss er die nicht gehen. Und der Stadtsoziologe Peter Arlt. Wenn man es nur so als Vortrag hält, in irgendeinem Raum drinnen, einfach gar nicht sagt, oder vor allen Dingen hat man nicht das Erlebnis, das Unmittelbare. Städte bestehen nicht nur aus ihren dicht verbauten Kernen und touristisch geprägten Zentren, sondern sind ein komplexes Gebilde unterschiedlicher Landschafts- und Naturräume, Bebauungstypen und Nutzungsformen. Jede dieser Zonen besitzt ihre Identität und ihren eigenen Charakter und wird von den dort lebenden oder arbeitenden Menschen wesentlich mitgeprägt. Im Rahmen von öffentlich zugänglichen Wanderungen in zwei unterschiedliche Stadtteile von Linz, Urfa-Pöstlingberg und Lustenau-Industriegebiet, wurde die Stadt aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Und zwar im Hinblick auf biologisch-ökologische Zusammenhänge, das soziokulturelle Spannungsgefüge sowie die Erlebbarkeit der historischen Dimensionen der Stadtentwicklung. Weiters wurden die Wanderungen durch zeitgenössische Künstler kommentiert und gestaltet. Zum Singing, noch Kopfing, zum Skiing, noch Schlattming, zum Biking, noch Booking, zum Flying, noch Hirsching und zum Shopping, noch Bashing. Die Wanderungen wurden begleitet von künstlerischen Interventionen, vor allem musikalischer und literarischer Art. Zu den Feiertagen fährt er heim. Die Ferien verbringt er mit Frau und Kindern auf Almhütten und Skipisten. Er schickt Geld für die Ausbildung der Kinder. Wir stehen vor der Cecilia, der Nummer 20. 23 Theodora, verschwunden. 24 Erntrude, in der Schlinge der Autobahn. 25 Winfriede, Magazin des Bundes. 26 Justine, verschwunden im Hafenbecken. Sozusagen war das jetzt ein Vermissensuchdienst des Roten Kreuzes. Wichtiger Bestandteil des Projekts war die Einbeziehung von Akteuren, die sich entlang dieser Wege fanden. Für mich ist eigentlich ein ganz intensives Hobby. Also ich kenne nicht Leben davon, aber das ist zugleich auch irgendwie die Chance, die ich sehe bei diesen Mützen, dass ich sehr unbekümmert arbeiten kann und auf niemanden Rücksicht nehmen muss. Also ich muss nicht schon immer auf die Uhr schauen, ob das auch verkaufbar bleibt. Und ich finde, gerade auch dieser Fuß vom Pöstlingberg, der hat schon was Geheimnisvolles auch so. Das freut mich ganz besonders, dass wir hier das Petrinum auch als Zentrum des Archivs der Diözese Linz, was das Musikalische betrifft, betrachten dürfen. Wenn der Garten wahrgenommen wird, wird vielleicht auch die Aufgabe, die wir uns da gestellt haben, sozial und ökologisch wirklich was im positiven Sinne Radikales zu machen, an die Wurzeln zu arbeiten. Das ist nötig und das ist gut am Stadtrand von Linz, das zu machen. Musikalische Beiträge von Kurt Edelmeier aus Linz und der Roma-Gruppe Cinci Renta aus Krumau sowie Texte der mitwandernden Literatin Eugenie Kein gestalteten diese Wanderung im Spannungsfeld von Industrie, Kultur und Urlandschaft. Wir zeigen gern unser Gelände her, auch naturwissenschaftlich interessierten Leuten und historisch interessierten Leuten, weil hier im Industriegelände viel sich tut zur neuen Welt, aber auch viel historischer und naturhistorischer Boden ist. Und ich glaube, wir haben auch was herzuzeigen und ich denke, die Leute sind interessiert, auch einmal ein Gelände zu sehen, wo man sonst nicht hineinkommt. Diese Verbindung Kultur, Wandern und Segelfliegen ist eigentlich ideal, weil wir eigentlich Bergsteiger der Rüfte sind. Die Bergsteiger sind auch als Sportsleute, genauso wie unsere Kulturleute, die einfach eine gute Idee haben und diese umsetzen.
Die Wanderung wurde wiederum begleitend kommentiert durch den Ökologen Fritz Schwarz und den Stadtsoziologen Peter Arlt. Die Inszenierungen stammen von Gotthard Wagner. Das Einzigartige an den Wanderungen nach Linz hinaus ist, dass eben man sich verschiedenste Informationen erwandern kann und dass man eben von verschiedensten Seiten auf mindestens drei Ebenen Informationen über die einzelnen Räume, die man durchwandert, bekommt. Und zwar von der Naturwissenschaft her genauso wie von der Stadtsoziologie und von der Geschichte her und auch von der Kunst. Und das entspricht natürlich und wird einem städtischen Raum viel mehr gerecht als einfache eindimensionale Themenwanderungen. Die Vielschichtigkeiten und Eigenheiten der Stadtgefüge wurden im Rahmen des Projekts nach Linz hinaus erlebbar. Das Gehen als die ursprünglichste der menschlichen Fortbewegungsformen und der damit verbundene hohe Entdeckungsgehalt stand dabei im Mittelpunkt. Es wurde ein Bogen gespannt zwischen Natur, Kultur und Landschaft. Musik